fly. On the cold and gray Chicago morning, a poor little child is born in the ghetto. And his mom will cry. Cause if they're wanting, she don't need, it's another hungry mouse to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child need a helping hand. He grow be an angry man someday. Take a look at you and me. We were blind to see. We too simple to turn on. Had a look to the another way. Well, the world turned. Yeah. Hallo und herzlich willkommen. Nach dem kurzen Intro zeige ich dir, wie man In the Ghetto auf der Gitarre von Elvis Presley super spielen kann. Ja, legen wir los. Ich habe einen Carbo-Duster im dritten Bund. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte den ersten Bund reinbauen, dann spielt man das ganze Ding mit Akkordfolge aus A-Dur. Ich habe mir den Carbo-Duster in den dritten Bund reingebaut. Ich spiele es lieber in G-Dur, finde ich leichter. Vor allem brauche ich dabei auch nur einen einzigen Barré-Griff. Und ich finde, es geht insgesamt auch der erste Riff gleich oder der Hauptriff von dem Song wesentlich leichter zu spielen. Okay, und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich damit. Ganz wichtig, Carbo-Duster im dritten Bund. Alle Griffe, die ich jetzt greife, die nenne ich so, wie ich sie einfach greife. Also das heißt, für mich ist eigentlich der Carbo-Duster hier Bund 0, okay? Gut, das heißt also, mit meinem ersten Akkord geht es eigentlich los mit einem G-Dur-Akkord. Und da sitzt auch unser Riff drauf. Ich spiele ihn erstmal vor. So, und das Ganze funktioniert so. Ich brauche eigentlich hier erstmal nur meinen Ringfinger im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Also dritter Bund nach dem Carbo-Duster. So, dann spiele ich mit meinem Daumen hier angeschlagen die leere E-Seite. Spiele dann die leere D-Seite. Mit dem Mittelfinger spiele ich die leere B-Seite. Und am Schluss nochmal mit dem Daumen die leere D-Seite. So, jetzt spiele ich D und B-Seite, also deutsche H-Seite, leer und hämmere mit meinem Zeiger- und Mittelfinger, mit dem Zeigefinger im ersten Bund auf der B-Seite und mit meinem Mittelfinger im zweiten Bund auf der D-Seite. Ganz kurz nochmal erwähnt, für mich ist eigentlich die deutsche H-Seite immer die B-Seite, ist einfach die internationale Bezeichnung. Okay, so, also das heißt, ich spiele die Seiten erstmal leer und dann hämmere ich mit diesen beiden Fingern so drauf. Ja, das heißt, D und B-Seite leer und dann erster Bund auf der B-Seite und zweiter Bund auf der D-Seite. Das ergibt dann eigentlich einen C-Dur-Akkord. Und das Ganze mache ich einfach dreimal. Ja, sieht das Ganze so aus. Die Rhythmik würde ich jetzt mal eher nach Gehör machen, weil es geht dann so ein bisschen in die 16er rein und ich glaube, das wird ein bisschen zu kompliziert. So, und der zweite Takt, das ist nämlich eine zweitaktige Form, sieht genauso aus am Anfang. Und jetzt einfach nur einmal den umgekehrten Weg. Wir greifen zuerst unsere kleine C-Form, sage ich mal, erster Bund und zweiter Bund auf B- und D-Seite, spielen die beiden Töne an und ziehen ab. Also das Umgekehrte von einem Hammer-On ist ein Pull-Off. Ja? Ich lasse meine Finger einfach von den Seiten abrutschen und gebe denen dabei nochmal so einen Schub. Ja, so richtig nach unten wegziehen. Ich demonstriere es vielleicht mal ganz kurz so. Und die Hammer-On sahen so aus. Ja, das waren die Hammer-Ons und der Pull-Off. So, okay. Und der Pull-Off, der kommt dann nur ein einziges Mal. Dann spiele ich nochmal mein C. Und dann schlage ich einfach die leere D- und G-Seite an. Heißt der zweite Takt?
klingt im ersten Moment kompliziert. Langsam anfangen, es ist eigentlich nicht. Ja, nur der erste wird abgezogen und dann schlage ich die beiden Saiten nochmal an und dann spiele ich die beiden Saiten leer. So, das ist unser Hauptriff und dann geht es einfach in die Struktur. Es ist No Fly. So, jetzt spiele ich einen B-Moll-Akkord. Sieht so aus, ist unser einzigster Barré-Griff, den wir brauchen. Zeigefinger liegt im zweiten Bund nach dem Karo, das ist der Barré auf der A-Seite und auf der hohen E-Seite. Mit dem Mittelfinger bin ich im dritten Bund nach dem Karo, das ist auf der B-Seite. Ringfinger im vierten Bund auf der D-Seite und der kleine Finger im vierten Bund auf der G-Seite. Ja? So, und ich nehme jetzt einfach mal einen Rhythmus, der sieht so aus. Ich spiele mit dem Daumen auf der A-Seite. Dann mit dem Zeigefinger zupfe ich die D-Seite an. Dann nehme ich Ring und Mittelfinger für G- und B-Seite. Und dann nochmal mit dem Zeigefinger auf der D-Seite. Und ich spiele das Ganze in Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und... Ja? Und denn dieser Akkord in der Strophe geht es immer so. Wir spielen dann einen Takt lang B. 1 und 2 und 3 und 4 und... Selbe Anschlagsmuster für C, aber nur einmal, also einen halben Takt. 1 und 2 und... Und dann D gehe ich einfach mit meinem ganzen Finger vom Zupfen her einfach eine Seite weiter nach unten und benutze genau dasselbe Zupfmuster. Heißt B-Moll. Ja, wäre jede Strophe eigentlich. Und das sind alle Strophen so, ja? Snowfly. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Und die nächste Strophe beginnt wieder genauso. And the mama cried. Und so weiter, ja? Gut, das ist die Strophe, das sind alle gleich. Ich würde ja auch raten, immer erst die Gitarre so zu üben und wenn die dann einigermaßen so läuft, ja, dann kümmerst du dich um die einzelnen Strophenzeilen vom Text. Okay, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Part und das ist die Stelle mit People, don't you understand? I just need help in hell. He will be an angry man someday. Look at you and me, we're blind to see. Do we simply turn our head and look to another way? Und das sieht so aus. Ich zeige erstmal hier kurz den kompletten Akkordablauf. Ich würde dir einfach mal raten, schreib den vielleicht einfach mal ab. Ja? Und da hast du schon mal eine Orientierung, wie das Ganze überhaupt von den Takten aussieht. Okay, und jetzt ist es einfach so, wir haben einen Rhythmus, diesmal sind übrigens 16 dabei, der Rhythmus geht 1, 2 und E, 3, 4 und E. Und bei 16 Rhythmen, anschlagsmäßig, sieht es immer so aus, alle Zählzeiten 1, 2, 3, 4 schlagen wir nach unten, alle und schlagen wir nach unten und nur die E's schlagen wir nach oben. Heißt also, unser Rhythmus würde dann aussehen, wenn ich jetzt den B-Moll-Akkord nehme, ein Abschlag, noch ein Abschlag, noch ein Abschlag und ein Aufschlag. Und das Ganze aber jetzt im Rhythmus. 1, 2 und E. Geklatscht nochmal. 1, 2 und E. Mit dem Fuß drehe ich immer straight die Viertel. 1, 2, 3, 4. Ja? 1, 2 und E, 3, 4 und E, 1 und so weiter. Ja? Wäre 1, 2 und E. So, dann haben wir einen Takt B-Moll. Halber Takt C und G. Dann C, D und G. Take a look. G ist dann im ganzen Takt. Jetzt kommt wieder ein ganzer Takt B-Moll. Halber Takt C und G. Und die letzte Zeile von diesem Part, the Do is Simple und so weiter, da lege ich einfach nur halbtaktig meine Akkorde C.
B-Moll, A-Moll und D. Und dieser Part kommt am Schluss eigentlich so vor den letzten Strophen auf jeden Fall, kommt es auch nochmal und ist genau dasselbe Teil, nur diesmal brauchen wir nicht alle vier Zeilen, sondern nehmen nur die letzten zwei Zeilen davon. Ich bilde es auch nochmal ganz kurz ab. Das wäre One man in desperation, the young man breaks away. He buy a gun, steal a car, try to run, but don't get far. Und es sind alle Teile, die im Song In the Ghetto drin sind, ja. Ich würde mir das Lied einfach hunderte Male anhören und versuchen, das Ganze so ein bisschen auch vom Gehörmäßig richtig gut zu erfassen. Ja, und sich langsam durch das ganze Stück durcharbeiten. Ja, an dieser Stelle möchte ich wieder ein bisschen Werbung machen für meinen Masterplan, ja. Beim Masterplan geht es nicht nur einfach um irgendwelche Songs auf der Gitarre spielen, sondern es geht wirklich darum, wie man richtig Gitarre lernt. Und ich finde, das ist auch immer das Wichtige dabei. Ein Song ist eigentlich nur gut fürs Repertoire. Wenn man einen Song gut findet, dann merkt man sich den. Ansonsten vergisst man ihn vielleicht wieder oder irgendwas. Und der Masterplan ist eigentlich dafür da, dass man zum Beispiel solche Songs wie In the Ghetto oder sowas auf der Gitarre relativ einfach spielen kann. Also da kommen Techniken dran, wie Hammer-Ons, Pull-Offs, wie das eigentlich richtig gespielt wird, das Ganze. Und ja, da lernt man das eigentlich. Oder auch zum Beispiel die Barré-Griffe, wie man die am besten greift. Und klar, die normalen Standardakkorde, die normalen Grundrhythmen natürlich. Du lernst aber auch genauso, wie du eigene Rhythmen schaffen kannst. Wie du dir eigene Zupfmuster zusammenbauen kannst. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt, wenn man selber ein bisschen kreativ werden will. Und ja, ich würde dir raten, wenn du gerade an der Gitarre Anfänger bist und komplett oder das Gefühl hast, du müsstest wirklich nochmal ganz von vorne anfangen, ja, schau dir den Masterplan 1 an. Aktuelle Songs mache ich ja immer hier auf YouTube extra dafür und auch für die Leute, die im Masterplan selber drin sind. Wenn du natürlich schon eine Zeit lang spielen kannst, dann würde ich dir raten, guck dir den Masterplan 2 an. Du kannst den jederzeit einfach, ja, per Moneyback ja auch testen, 30 Tage, es ist 30 Tage kostenloser Gitarrenunterricht, wenn man das so richtig sieht. Und probier es aus, ich denke, du wirst begeistert sein, weil bisher jeder begeistert war, der diesen Kurs genutzt hat. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, natürlich, wenn der Daumen nach oben geht. Und ciao, sagt der Michel!